Hallo ihr Lieben, dies ist Teil 5 vom Foodsharing-Projekt. Heute geht es ums Dach und da werde ich weitermachen. Foodsharing ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Was da alles so hintersteckt, dazu werde ich mich in Ruhe nochmal äußern. Heute geht es voran, wie gesagt, mit dem Dachbau und die Unterkonstruktion, die Auslage, die steht. Vorne auch am Zaun. Wer die anderen Folgen verpasst haben sollte, ich werde euch mal oben rechts gleich den ersten Teil verlinken. Das solltet ihr nicht verpassen. Es ist ein Mehrteiler schon, 4 sind online. Dies ist wie gesagt der 5. und da wird auf jeden Fall noch mehr folgen, weil ich habe halt noch ein paar Sachen vor. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das vorne gerade aussieht. Ich habe alles wieder zurückgerüstet, da sind keine Kisten mehr drin, nix. Egal welches Wetter wir haben, ob Sonne oder Regen, Dach muss sein. Damit die Lebensmittel halt nicht gleich verkommen, sollen sie auf jeden Fall geschützt sein. Das werde ich heute angehen. Mal gucken, wie weit ich komme mit dem Dach. Gab halt schon ein paar Ideen, das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Da mache ich einfach weiter. Ich werde mich nach hinten verziehen. Oh, das sieht schön aus mit den Sonnenblumen. Ich bin jetzt wieder hinten in meiner Ecke angekommen. Vor mir steht das ganze Holz, was ich benutzen möchte. Und ihr kennt das, ich brauche noch Werkzeug, Schrauben, hast du nicht gesehen. Und dann, oh, hast du nicht gesehen, das war auch schon lange nicht mehr dabei. Dafür habe ich richtig schönes, stabiles Holz, was ich mal auf dem Sperrmüll gefunden habe, links neben mir. Und dann von dieser Recycle-Ausbeute hier in der Kolonie, da haben wir mal eine Hütte weggerissen, da war auch noch einiges, was dann in meinen Garten gefunden hat. Wer die Folge nicht kennt, ich werde das euch mal oben rechts verlinken. Da ist einiges zusammengekommen und das ist jetzt das Holz, was ich verwenden werde. Das sind einmal die zwei und die. Und das bildet dann erstmal den Rahmen. Für das Dach an sich lasse ich mir dann danach was einfallen. Aber erstmal Rahmenkonstruktion anpassen an die Gegebenheiten vorne, damit das auch alles zusammenpasst von den Proportionen her. Da gehe ich immer nach Gefühl. Schließ los! Zwei gleiche Stücke habe ich schon mal. Leider muss ich feststellen, dass ich zu Hause meinen Akkuschrauber habe liegen lassen. Nicht dran gedacht einzupacken. Jetzt habe ich meinen Akkuschrauber vergessen. Nein! Anderer Tag und Werkzeug dabei, weiter geht's. So, Rahmen vom Dach steht soweit. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe eine Länge, Tiefe, wie auch immer. Ne, Tiefe ist es ja nicht. Eine Länge von 1,50 Meter genommen. Die Unterkonstruktion war bei 1,20, wenn ihr euch erinnert. Und damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie ich da ein Dach drauf kriege. Ich wollte ja Nut und Feder benutzen. Den Kram hole ich jetzt her, messe ein bisschen aus. Vielleicht setze ich noch Zwischenstreben, was wahrscheinlich Sinn machen wird. Aber schauen wir mal, was ich da habe. Vielleicht geht das auch ohne. Bleibt dran, es geht weiter. Ihr dürft gespannt sein, ich tüftel mir irgendwas zurecht. Bin noch nicht am Ende. So, erinnert ihr euch? Das ist alles Recyclingmaterial. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Ich verlinke euch das mal oben rechts. Ganz tolles Zeug, Nut und Feder. Ist völlig ausreichend für meine Sache und das nehme ich jetzt auf jeden Fall fürs Dach.
könnt ihr sehen, alles ein bisschen versetzt, nicht gerade. Mittendrin kam ich auf die Idee, nicht alles gerade zu machen. Ich wollte es ja ein bisschen anders machen, auf meine Art. Und ich mag so verschobene Bretter und so, das finde ich schon ganz geil. Bei einer Sache habe ich nicht aufgepasst. Ups. Ich habe ja hier einen Überstand gelassen und unten wollte ich das eigentlich auch. Das klappt unten nicht ganz so. Deswegen muss ich leben damit, so wie das ist. Oder ich säge mir nochmal was zurecht, da überlege ich gleich einfach mal. Glück im Unglück, mir ist gerade direkt aus einer anderen Perspektive, also sprich, wie rum ich das jetzt liegen habe, gleich die nächste Lösung eingefallen für mein Problem. Gar kein Thema mehr, von daher, ich kann schon wieder lächeln, was das angeht und ja, ich mache einfach mal weiter. So, das ist jetzt mein Dach. Ich habe extra so ein paar krumme Linien, habe ich erzählt. Auch alles hier so einfach frei Schnauze. Mal gucken, ob ich dann nochmal entgraten werde. Irgendwann soll das ja auch nochmal Farbe und Schutz kriegen, so ist es ja nicht. Aber ja, so muss das jetzt bleiben. Ich habe gerade einen Besucher. Guten Tag. Nicht mich angreifen. Hallo, lass mich in Ruhe. Oh, das mag mich nicht. Ganz schön böse, die kleinen Tiere manchmal, ne? Aber so sind sie ja, die Wespen. Weg ist sie. Okay, was mache ich jetzt? Ganz klar. Ich will es natürlich hinschleppen vorne und mal gucken, wie das so aussieht von den Größenverhältnissen her. Und ein bisschen ranhalten. Ihr kennt das ja von mir. Und deswegen klemme ich mir das Ding jetzt unter den Arm und ab nach vorne damit. Ich habe mir jetzt meine eigene Aufnahme angeguckt, weil anders konnte ich mir das nun jetzt nicht vorstellen, wenn ich darunter die Konstruktion nicht sehe. Aber mir gefällt sehr gut, was ich sehe. Und alles, was ich jetzt machen werde, ist für die Unterkonstruktion nochmal Balken ranmachen. Die hintere Höhe weiß ich so ungefähr. Und alles andere werde ich dann anpassen. Also ich kann ja vorne dann nochmal was runter tun. Ich weiß aber so ungefähr, welche Höhe ich hinten haben möchte und welche Schräge letztendlich das Dach bekommt. Ich mache jetzt einfach mal weiter und konstruiere. Geil aus! Ah, merkt ihr was? Habe ich ein Dach gebaut, um die Sonne fernzuhalten. Was ist? Sonne. Ja, kann man natürlich hinten noch dicht machen. Aber sehr witzig für einen Moment. Ja, okay. Dankeschön. Der Momo hat mir gerade weitergeholfen mit dem Holz, das ich brauche. Jetzt hat er mir noch das richtige Stück Holz mitgebracht. Tolle Geste. Momo, vielen Dank. Bitte schön. So, Momo hat mir geholfen, jetzt hier nochmal das Dach aufzusetzen. Ich habe nochmal ein bisschen korrigiert mit den Höhen. Ja, ist gerade ein bisschen windig. Ich schätze mal, es ist mit auf der Aufnahme. Hat noch jemand Äpfel vorbeigebracht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es voll toll. Kann sein, dass ich, weil es über den Wegesrand ragt, ein bisschen zurückstellen muss. Aber ich denke, das geht schon klar.
sind ja nur 15 cm oder so. Ach, das korrigiere ich einfach gleich nochmal. So sieht es von hier aus. Man sieht direkt, hier kommt noch Sonne rein, an der Seite auch, aber es lässt sich alles noch korrigieren. Ich denke, hier werde ich einfach nochmal ein paar Bretter von oben runter machen, gucken, wie viel ich brauche. Und hier bei der Geschichte kann man auch die Seite ein bisschen zumachen. Also es geht klar. Wäre auch eine wunderbare Kombination und ein wunderbarer Schutz. Wie gesagt, alles krumm und schief. Ich habe hier vorne leider noch was rausgerissen, weil ich raufgetreten bin, genauso da. Passiert. Ja, egal, das bricht sich schon weg. So. Und ja, die Stelle hier, meine Gedanken dazu. Nut und Feder ging ja in die Richtung. Das heißt, hätte ich es andersrum gemacht, dann wäre mir das Wasser immer in die Nut reingelaufen. Und so rum tropft es quasi immer in die richtige Richtung ab. Und hier oben habe ich nochmal so ein, ja, keine Ahnung, wie sich das schimpft, ein Profil rangebastelt. Und ja, dann wird es am Ende halt schön gepflegt runtertropfen, hoffe ich. Und vielleicht lässt sich da noch was mit auffangen und so regeln. Also wie ihr seht, das wird dann hier runtertropfen und dann ist auch gut. Vielleicht kriegen die Füße was ab, aber das war's dann noch. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Nächster Foodsharing-Teil ist fertig. Ihr könnt euch freuen, das Ganze geht noch weiter. Ist ja eine Projektreihe, also da kommt noch einiges. Ursprünglich waren ganz wenige Folgen geplant, aber wie ihr sehen könnt, ich bin eifrig dabei. Ich will noch nicht aufhören und ihr könnt noch auf einiges gespannt sein. Also es freut mich, dass ihr dabei seid. Hoffentlich hat es euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Lars.